besonders geeignet für das heutige Tagesgespräch. 9 Jahre Korrespondent am Vatikan in Rom. Schön, dass Sie für uns da sind. Guten Morgen, Herr Reinders. Das waren zwei Meinungen, die Sie erst mal tief atmen lassen, oder? Ja, kann man schon sagen. Ich bin immer etwas anstrengend, Menschen verurteilen, was sie noch nicht gelesen haben. Kommt heute raus, was wir bisher wissen, oder was wir selber bisher wissen, sind einige Aussagen, die ich habe das Buch inzwischen ganz gelesen und sagen, der Papst eine Kameratasche. Sehr viel differenzierter, als diese Hörer jetzt argumentiert haben. Da geht es gerade bei dieser Buchpassage genau auf diese Frage ein, wie er das damals mit der gemeint hat. Sehr sachliche, sehr offene Diskussion, die er führt. Und ich kann wirklich den Hörern nur empfehlen, das mal in Ruhe zu lesen, bevor sie darüber sprechen. Ja, Sie sagen, es sind noch vorab Dinge von den Medien veröffentlicht worden. Die erste Veröffentlichung kam ja von dem Osservatore Romano, von der Zeitung des Vatikans. Und da waren eben wörtliche Auszüge drin. Das heißt, da kann man nichts falsch machen. Wenn man sich auf die bezieht, dann bezieht man sich aufs Buch. Wie der Osservatore Romano, diese Veröffentlichung, soweit Ludwig Ringeifel zu dem, was Eberhard Tauer aus Dixheim im Tagesgespräch auf WDR 5 gesagt hat. 0800 5, 6, 7, 8 und 3 mal die 5 ist Ihre Verbindung ins WDR 5 Tagesgespräch. Michael Hilze in Würsen hat diese Nummer gewählt. Guten Morgen. Guten Morgen. Also ich persönlich bin erstaunt immer über diese Menschheit, in der wir leben. Das heißt, sie sind immer in der Lage, das Negative zu sehen. Wenn Kann man das denn so durchführen?
Holla! Vor den, ich sag mal, moralischen. Alle ist es. Alle ist es. Such dein Wirklich sein. Also Stichwort erhöhte Inskuität, erhöhte Scheidungsrate, moralischer Verfall der Jugend und das war uns alles laut. Diese Lehre ist damals aufgelegt worden, im Jahr 1968, in der Enzyklika Humanae Vitae von Paul VI., die aber im katholischen Volk, zumindest so in Europa, eigentlich wenig akzeptiert wurde. Dann kam der Papst und dann kriegt er auf einmal die Problematik eine ganz neue Sache. Es geht nicht mehr darum, Schwangerschaften zu verbieten, sondern es geht darum, eine tödliche Krankheit zu verhüten. Und da kam jetzt die katholische Kirche in eine Argumentation, niemand kann ja allen Ernstes dafür aussprechen, dass die Leute diese Person, dass diese Leute diese tödliche Krankheit verbreiten sollten. Und da ist seit etwa 10 Jahren bis heute in Rom gegangen, der vor 5 Jahren schon bist du eine Suppe zum Gesundheitsminister? Ja.